Und wenn ich heute nochmal neu anfangen dürfte oder würde mit diesem ganzen Selbsterfahrungsding im Rahmen von Ausbildung, dann würde ich das für mich an erste Stelle setzen. Willkommen in der Coaching-Oase Heartify. Ich bin Katrin Stamm von Heartify.live und zeige dir als Ausbilderin, Coach und Trainerin, wie du es dir leichter machst, anderen zu helfen. Schluss mit intuitivem Coaching ohne System und her mit einer soliden Basis und einem erprobten, vielfältig anwendbaren System. Lehn dich zurück, genieß die kleine Auszeit und lerne, wie du deine Klienten entspannt, wirksam und nachhaltig begleitest. Kraftquellen wieder entdecken. Herzlich willkommen zu Folge 48 in der Coaching-Oase Heartify. Mit dieser Folge knüpfe ich an die letzte an, die Folge 047, in der ich das Interview mit meiner 82-jährigen Mutter veröffentlicht habe, darüber, wie sie es geschafft hat, aus einschneidenden Erlebnissen ihres Lebens gestärkt hervorzugehen. Also da ging es auch dann um Kriegs- und Fluchterfahrungen in ihrer Jugend. Und wenn du es nicht gehört hast, stepp gerne nochmal zurück zu Folge 47. Das Ganze hat auf jeden Fall in mir weitergewirkt und deswegen möchte ich mit dir teilen, was mich selber stärkt, nährt, was mir geholfen hat mit meinem schwersten Schicksalsschlag, nämlich zweifacher Krebserkrankung, umzugehen und auch daraus wie erneuert hervorzugehen. Diese ganzen Gedanken und Erlebnissen der letzte Woche zu diesem Thema Kraftquellen, Ressourcen mündet in einer kostenfreien Aktion für dich als erfahrene Heilpraktikerin, Coach und Berater. Nämlich vom 6. bis zum 8. August veranstalte ich kostenfrei online die Heartify Kraftquellenwoche. Was es damit auf sich hat, verrate ich dir während und gegen Ende hier dieses Beitrags. Und wenn du es genau wissen willst, dann steppe einfach auf heartify.live/048 auf meiner Seite und da findest du einen Link, wo du dich direkt weiter informieren und vor allen Dingen auch anmelden kannst. Also los geht's! Ich sitze in meinem wunderschönen Büro- und Coachingraum bei angenehmen 24 Grad. Draußen soll es ja heute so richtig heiß werden, wie überhaupt die ganzen nächsten Tage und Wochen. Im Rücken liegt meine Katze und neben mir habe ich ein lecker Tässchen Frauenmanteltee. Diese Kräuter habe ich im Jura vor 2 Wochen selber gesammelt. In einer ganz tollen Ferienfreizeitwoche werde ich auch nachher noch ein bisschen was davon erzählen. Und ja, die Kräuter habe ich dann selber getrocknet und das Ganze ist ganz lecker. Und also es soll ja so richtig, richtig heiß werden heute draußen. 35 Grad habe ich gelesen, drum sind hier die Luken schon alle dicht gemacht. Und ich bin total dankbar, dass wir in so einem alten Haus wohnen, was so schöne klimaausgleichende Eigenschaften hat. Und für heute Abend habe ich mich mit meinem lieben Mann zum Rheinschwimmen in Basel verabredet. Und wenn es dann wirklich auf dem Höhepunkt des 35 Grad sein wird, dann stürzen wir uns mit, ja, bestimmt mit vielen anderen in die erfrischenden Rheinfluten und lassen uns, soweit das eben erlaubt ist, rein abwärts treiben und schwimmen da ein bisschen. Und das ist jedes Jahr was ganz Besonderes hier in Basel. Da verwandelt sich nämlich das Rheinufer in eine Strandpromenade und jung und alt schwimmen oder lassen sich da einfach im Rhein treiben und haben ihre Klamotten im sogenannten Wickelfisch dabei. Und wenn sie dann aussteigen, dann flanieren sie, trinken was in einer Büvette und haben fröhliche Gespräche. Also eine ganz tolle, heitere Atmosphäre und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, das sind so meine aktuellen Kraftquellen in diesem Augenblick. Und was sonst noch zu meinen Kraftquellen gehört,
Und auch, was ich von und mit meinen Klienten noch gelernt habe, teile ich dir in dieser und in der nächsten Folge gerne. Ja, teile ich da weiter noch gerne mit dir. Das wird also etwas persönlicher wie sonst. Genau wie meine Mutter habe ich erstaunlich viele Kraftquellen. Und das wurde mir in den letzten Jahren immer mehr bewusst. Die waren von Anfang an natürlich da. Aber als Kind habe ich darüber nicht nachgedacht, sondern habe sie halt einfach genutzt, wie selbstverständlich. Ich habe gemalt, gelesen, gerne geschrieben. Ich war gern in der Natur, habe gesungen, Flöte gespielt, mich mit meinen Großeltern unterhalten oder saß einfach still dabei, wenn die gemalt haben oder genäht oder im Garten gearbeitet. Ich saß auch gerne bei meiner Mutter im Büro, wenn sie zum Beispiel gezeichnet hat als selbstständige Grafikerin, war ich eher so Mäuschen auf dem Sofa. Oder wenn mein Vater am Wohnzimmertisch saß und Skizzen machte für seine Bilder. Da war so eine friedliche Ruhe und Konzentration und ich spürte diese schöpferische Kraft da anwesend und den Fluss, den Flow, den meine Eltern da selber dabei erlebten innerlich. Und das war einfach nährend. Außerdem haben sie ihre Begeisterung für Musik, Kunst, Literatur und Theater mit uns geteilt, indem sie uns zum Beispiel einfach überall mit hingeschleppt haben, auch schon als kleine Kinder. Also da wurde gar nicht drüber diskutiert. Und dann standen wir da und haben uns irgendwelche besonderen Kunstwerke angeguckt gemeinsam und darüber uns unterhalten und fanden das großartig. Oder auch Konzerte zusammen erlebt. Und das war immer was ganz Außergewöhnliches. Dann habe ich erlebt, wie sie einfach zur Entspannung und Freude Klavier gespielt haben oder Geige. Mit meiner Schwester habe ich viele Stunden in der Natur verbracht, während mein Vater angeln war und meine Mutter da auf dem Liegestuhl vielleicht saß und las. Und wir haben einfach drumherum die Wiesen erforscht, die Felder, die Bächlein, den Wald drumherum. Und dann haben wir uns noch vorgestellt, dass da vielleicht so Feen und Zwerge dazwischen wohnen. Das war besonders an so Stellen, die vielleicht so ein bisschen aussahen wie im Auenland bei Herr der Ringe oder eben auch in anderen Fantasy-Geschichten. Wir haben bedauert, dass wir diese kleinen Naturgeister nicht sehen konnten, aber wir meinten ja fast, sie spüren zu können. Natürlich gab es auch andere Erfahrungen und Erlebnisse, keine Frage. Mein Vater war zum Beispiel, solange ich denken kann, ziemlich krank, hatte MS und war monatelang gelähmt. Und meine Eltern haben auch ordentlich gestritten. Und es gab natürlich allerlei Belastendes ebenfalls. Daran erinnere ich mich auch. Und die Sachen haben mich auch geprägt. Glücklicherweise konnte ich diese ganzen belastenden Erfahrungen im Rahmen meiner Ausbildungen verarbeiten. Und das war natürlich auch bitter nötig. Darauf will ich aber heute gar nicht hinaus, sondern was ich heute gerne mit dir teilen möchte, ist, und das ist vielleicht, geht vielleicht vielen so, vielleicht hast du das auch erlebt, im Rahmen meines jungen Erwachsenenlebens, der eigenen Familiengründung und auch der Zunahme von allerlei Herausforderungen und auch eben Stress durch Familie. Ich habe ja drei Kinder, drei Töchter großgezogen. Oder was heißt gezogen? Man zieht ja nicht daran. Komisches Wort eigentlich. Dann habe ich ja auch gleichzeitig noch gearbeitet und mich ehrenamtlich engagiert und so weiter. Also es hat mich so gefordert, dass ich zwar immer noch von den Kraftquellen meiner Kindheit in gewissem Maß profitiert habe und auch von den Kraftquellen, die sich in dieser Zeit noch geboten haben, aber ich habe zugelassen, dass da immer mehr so ein Missverhältnis entstand, in dem Sinne, dass ich selber mehr zu einer Kraftquelle für andere wurde, also für Familie, beruflich oder sonst wo, und nicht genügend auf mich selber geguckt habe, also meine eigenen Kraftquellen mich nicht genug damit genährt habe, weil einfach zu wenig Zeit und auch Aufmerksamkeit dafür da war. Ich dachte, das geht schon einfach so. Ja, und als es dann soweit war, dass ich mit Anfang 40 die erste Krebsdiagnose bekam und wenige Jahre später die zweite, da war ich allerdings sofort glockenwach, also so richtig, weil mir schlagartig klar wurde, das Leben kann ja in Kürze auch vorbei sein. Und das hat von jetzt auf gleich die Sicht auf mein Leben total verändert.
Mir erschien das Leben so lebenswert, so diese vielen kleinen Dinge, an denen ich achtlos vorübergegangen bin, denen begann ich wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken, die Schönheit der Natur viel intensiver zu erleben. Es könnte ja sein, dass ich es gar nicht mehr so lange kann. Und ich habe mich auch wieder an vieles erinnert aus meiner Kindheit, was in den Hintergrund geraten war. Das war natürlich ein Prozess, der dann so langsam sich gesteigert hat, aber es hat einfach damit begonnen. Und das eine war, dass ich im Rahmen meiner Coach-Ausbildung alles, was mich so belastet und bedrückt hat, bewusst oder unbewusst verarbeiten konnte. Also wirklich ein großes Geschenk, so eine Transformation dann auch zu erleben zu dürfen und heute auch die wirksamsten Dinge davon mit Begeisterung weitergeben zu dürfen in meinen Ausbildungen. Also das EMDR-Lach-Yoga, das lösungsfokussierte Vorgehen, die wertschätzende Haltung und Kommunikation und nicht zu vergessen die 4 HTV-Schritte, die jeden auch wieder in Verbindung bringen können mit den eigenen inneren Kraftquellen und sogar mit den äußeren. Und verlinke ich vielleicht auch nochmal in den Shownotes, wenn du dir die runterladen möchtest und damit arbeiten. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Was mir so deutlich geworden ist im Lauf der Zeit, hat sich es einfach als besonders und wirksam herausgestellt und auch als wichtig, diese Kraftquellen wieder zu entdecken, zu beleben und zu erweitern. Und zwar wirklich in einem Rahmen, wie ich es mir am Anfang echt nicht hätte träumen lassen oder vorstellen können. Und wenn ich heute nochmal neu anfangen dürfte oder würde mit diesem ganzen Selbsterfahrungsding im Rahmen von Ausbildung, dann würde ich das für mich an erste Stelle setzen. Das hat damals aus irgendeinem Grund keiner gemacht. Die Ausbilder und Kollegen waren alle tendenziell auf die Probleme fixiert und damit sie zu lösen, eben mit der einen oder anderen Methode. Das Ganze auch ohne ausreichende, aus meiner heutigen Sicht, Vorbereitung in Form von Ressourcenarbeit, ausreichenden Kraftquellen, Zugang für mich in dem Fall. Ja, und dem liegt aus meiner heutigen Sicht unbewusst natürlich so eine mechanistische Denkweise zugrunde, die uns einfach hier in dieser westlichen Welt unglaublich stark geprägt hat. Deswegen will ich auch keinem einen Vorwurf machen. Ich neige ja auch dazu. Das ist dieses Denken, aha, irgendwas funktioniert nicht, wo ist die Störung, was ist kaputt, schau, welches Teil kaputt ist, was die Ursache ist und reparier's und dann läuft's wieder. Ja, so ist es halt bei Autos und Maschinen, nicht aber bei uns Menschen. Denn unsere Seele und unser Körper hat völlig andere Möglichkeiten, letzten Endes viel genialere. Wir haben Selbstheilungskräfte. Wir können uns selber unterstützen, zu regenerieren. Also wirklich, dass sich da auch ganz viel wieder erneuert. Allerdings nur, wenn wir uns alles geben, was wir dazu brauchen. Und an der Stelle kommen wir jetzt zu den Kraftquellen. Ich werde übrigens nächste Woche mehr auf diese Erfahrungen eingehen, die ich in der Arbeit also in der Begleitung von Menschen als Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach und Ausbilderin gemacht habe bezüglich einem frühzeitigen, intensiven, aktiven Einbeziehen von Kraftquellen auch eben in die Begleitung. Heute möchte ich dir erstmal einen kleinen Überblick geben, was aus meiner Sicht wichtige Kraftquellen überhaupt sind. Und wenn ich jetzt du sage und dich anspreche, so ganz direkt, dann meine ich natürlich auch gleichzeitig, dass das für deine Klienten gilt, das gilt für mich. Im Grunde genommen benötigen wir als Menschen alle ganz ähnliche Kraftquellen, einige gleiche Basiskraftquellen und einige besondere als Add-on, als Luxus obendrauf, um wirklich rundherum zufriedene Menschen zu sein, die sinnstiftend für andere da sein können. Ich zähle dir jetzt mal so die wichtigsten Kraftquellen aus meiner Sicht auf. Die Liste ist ganz bestimmt noch ausbaufähig, das heißt,
Schreib mir gerne, was dir noch dazu einfällt, zum Beispiel im Kommentar oder ja, genau genommen ist dafür dann auch unsere Kraftquellenwoche da, dass wir uns darüber noch mehr austauschen, in die Tiefe gehen, uns gegenseitig bereichern durch Erfahrungsaustausch. Nutz jetzt vielleicht an dieser Stelle mal diese Auflistung der Kraftquellen vor dem Hintergrund. Was davon kennst du? Was davon nutzt du? Wofür bist du dankbar, dass du das für dich selber als Kraftquelle hast? Oder auch, was kannst du davon für deine Klienten nochmal mit in den Fokus nehmen? Also, die wichtigsten Kraftquellen aus meiner Sicht. Es beginnt mit einer schützenden Umgebung, an der du dich wohlfühlen kannst, zur Ruhe kommen und Kraft tanken. Auch äußeren Raum, um dich zu entwickeln und zu entfalten. Das Ganze gilt natürlich auch nach innen, so diese Möglichkeit, so einen Rückzug zu haben und die Zeit dafür, sich zu entwickeln und entfalten. Wir brauchen so ganz simple Dinge wie ein gesundes Klima und damit meine ich jetzt nicht nur, dass die Temperatur stimmt oder so, sondern auch das Energetische. Also wenn wir irgendwo leben, wo es ganz viele elektrische Geräte drumherum hat, das ist für den Körper auch ein Stress. Da können wir nicht so gut wieder ins Gleichgewicht kommen oder im Gleichgewicht bleiben und Kraft tanken. Wir brauchen so Dinge wie natürliches Licht, Tageslicht, Sonnenlicht. Brauchen gesunde, sauerstoffreiche Luft als Kraftquelle. Es sind so einfache Dinge, denken wir gar nicht drüber nach. Aber wenn wir einen Spaziergang machen, dann nutzen wir das. Da kriegen wir das Tageslicht, da kriegen wir sauerstoffreiche Luft und viele andere Kraftquellen können wir dabei nutzen. Wir brauchen gesunde, schadstofffreie Nahrung, ausreichend Schlaf, die Möglichkeit, uns reichlich zu bewegen und auch den Körper gut zu spüren und in Verbindung damit zu sein. Wir brauchen als Kraftquelle Berührung und Kontakt mit Tieren oder Menschen, auch den Kontakt mit der Natur, mit Tieren, Austausch und Kontakt mit Menschen, hilfreiche Gemeinschaft, also auch da so Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist auch oft eine große Kraftquelle oder hilfreiche Menschen zu haben in der Umgebung oder auch in der weiteren Umgebung, die man ansprechen kann. Dann zählt dazu auch die Möglichkeit zu haben, Verantwortung übernehmen zu dürfen. Meine Mutter hat das im Interview so schön gesagt, dass man etwas zugetraut bekommt. Auch das ist eine Kraftquelle, dass jemand einem etwas zutraut. Die Möglichkeit, sich schöpferisch auszudrücken und auch die Möglichkeit, träumen zu dürfen. Das dürfen heute auch längst nicht mehr alle. Träum nicht so viel, heißt es dann oft in der Schule, wenn ein Kind irgendwo mal abschweift. Die Möglichkeit zu spielen, die Möglichkeit zu lernen, innerlich dabei zu wachsen, die Möglichkeit, Sinnstiftendes zu gestalten und oder daran mitzuwirken und auch die Möglichkeit, spirituelle oder transzendente Erfahrungen zu machen. Damit ist ja die Liste wahrscheinlich nicht vollständig, aber das war jetzt mal so, was mir auf Anhieb alles eingefallen ist. Und wie bereits erwähnt, in der HTV-Kraftquellenwoche können wir gemeinsam in die Tiefe gehen, uns auf Augenhöhe austauschen und ich freue mich da schon total drauf. Also htv.live/048, da findest du den Anmeldelink. Jetzt will ich noch gerne mit dir teilen, welche Kraftquellen ich selber mehr und mehr in den letzten Jahren für mich wiederentdeckt habe. Und ja, da lernst du vielleicht nochmal eine etwas persönliche Facette von mir kennen. Das sind vielleicht Dinge, die du noch gar nicht so mitbekommen hast. Das erste ist, dass mir klar wurde, wie schön und wunderbar es ist, einen gesunden Körper zu haben und ihn auch zu nutzen, zu pflegen durch Bewegung. Und das habe ich am Anfang mit Yoga gemacht, dann später Biodanza und dann bin ich wieder beim Aikido gelandet. Das ist diese japanische Verteidigungskampfkunst,
die ich schon vor über 30 Jahren bei Meisters High damals angefangen habe und wieder aufgehört. Ja, vielleicht schade, aber so war es nun mal. Glücklicherweise habe ich vor 5 Jahren dann damit wieder angefangen und festgestellt, dass es unglaublich wohltuend ist, auf genau diese Art den Körper zu schulen und mich zu bewegen. Nach so einem intensiven Training, da pulsiert mein ganzer Körper so ganz wohlig. Und dieses Dehnen, Bewegen, Rollen, auch Fallen und Werfen macht mir einfach Spaß. Vor allem auch der Kontakt mit den anderen. Das habe ich halt dann doch gemerkt, einfach alleine auf der Matte irgendwas zu üben, da fehlt mir was. Und mittlerweile bereite ich den ersten Kyo vor, also das ist die letzte Prüfung vor dem schwarzen Gürtel. Und ja, da bin ich auch ganz stolz darauf. Ich habe mir nämlich fest vorgenommen, mit 60 diesen schwarzen Gürtel erreicht zu haben. Und diese Vision, eine ja selber körperlich flexibel und beweglich älter zu werden, ist auch für mich eine starke Kraftquelle. Nicht nur die Bewegung als solche, sondern auch diese Vision, dass wie ich dann, wenn ich älter bin, in meinem Körper sein möchte. Dann als zweites habe ich am Anfang schon erzählt, dass ich einen Tee trinke aus selbstgesammelten und getrockneten Kräutern. Und glücklicherweise findet man hier in der Schweiz noch mehr Blumen und Kräuter wie zum Beispiel im Rheinland, wo ich ja viele Jahre gelebt habe. Und neulich war ich mit meinem Mann und meiner großen Tochter auf so einer tollen Kräuterwanderung und wir sind da stundenlang in wundervollen Blumen- und Kräuterwiesen unterwegs gewesen, haben geguckt und gesammelt, während wir umgeben waren von Schmetterlingen, Bienen, dem Grillenzirpen, Vogelgezwitscher und die Sonne, die uns so angenehm gewärmt hat und der unglaubliche Duft der Wiesen. Ich fühlte mich so ein bisschen zurückversetzt in meine Kindheit und das war wie so in so einem zeitlosen Raum. Das ist eine ganz starke Kraftquelle, also dieses mit den Pflanzen und Kräutern in der Natur zu sein. Eine dritte Kraftquelle ist dieses Kräuterwissen auch für mich und meine Familie zu nutzen. Nicht im Beruf, sondern im Sinne von Lernen und Wachsen. Ich befasse mich zum Beispiel seit über 35 Jahren mit Pflanzenwissen in Form von Homöopathie, Bachblüten, Aromatherapie und so weiter. Und das Ganze nicht, um es beruflich zu nutzen, sondern einfach für mich, für meine Familie. Das haben wir besonders intensiv genutzt, wie die Kinder klein waren und haben zum Beispiel auf die Weise eine Menge Antibiotika und sonstige Medikamente gespart. Und mich interessierten aber nicht nur diese Substanzen und ihre Wirkung, sondern auch die Pflanzen. Und ja, wenn ich die dann jetzt in der Natur wiederentdecke, dann ist das einfach eine Freude. Das ist wie so hilfreiche Bekannte zu treffen. Und meine Kenntnis und mein Wissen da zu erweitern. Also auch da bin ich jetzt noch weiter unterwegs und das ist für mich auch eine starke Kraftquelle. Ich freue mich dann einfach, wenn ich so einen selbstgetrockneten, selbstgepflückten Tee trinke. Und wahrscheinlich wirkt er dann auch unglaublich gut. Als vierte Kraftquelle, ich meditiere seit über 35 Jahren und habe ich auch mit allen möglichen Varianten experimentiert, von Sazen über die geistigen Nebenübungen von Steiner, Meditation über inspirierende Texte oder Themen. Und dabei habe ich festgestellt, dass mir am allermeisten Meditation in Bewegung liegt, wozu ja zum Beispiel das Aikido gehört, aber auch die Lachmeditation aus dem Lach-Yoga und noch so verschiedene andere Formen. Vielleicht erzähle ich dann das ein oder andere noch in dieser Kraftquellenwoche. Du merkst vielleicht schon, ich könnte ja immer weiter schwärmen, wie viele wunderbare Kraftquellen es in meinem Leben gibt und was ich da alles Tolles wiederentdeckt habe. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, du hast solche Kraftquellen auch.
Denn mittlerweile kommen zu mir mehr Menschen, die eine sogenannte wunderbare Work-Life-Balance haben, die selbst erkannt haben, wie wichtig das ist, ihre eigenen Kraftquellen anzuzapfen und gut für sich zu sorgen und sich Zeit dafür zu nehmen, die jetzt vielleicht auch an dem Punkt sind, wo sie sagen, ja, das möchte ich auch mehr für meine Klienten in den Fokus nehmen. Ja, und womit und wie, damit werden wir uns dann eben in der Kraftquellenwoche mehr befassen. Der Austausch auf Augenhöhe liegt mir dabei besonders am Herzen, dieses Voneinander lernen, miteinander wachsen in so einer inspirierenden Woche. Und deswegen nochmal, sei dabei for free, geh auf htfy.live/048 und komm dann da zu weiterer Information und der Möglichkeit, dich anzumelden. Abschließend möchte ich diese Folge, ja, wie so mit einem Fazit, mit einem Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer. Das ist ein Schweizer Dichter aus dem 19. Jahrhundert. Ja, und bei der Gelegenheit fällt dir vielleicht auf, dass die fünfte Kraftquelle, die ich jetzt heute hier teile, Lyrik ist. Also einfach auch so einen besonderen Text mir auf der Zunge zergehen zu lassen. Und die Assoziationen, die ich dabei innerlich habe, zu genießen. Und dazu möchte ich dich jetzt auch einladen. Genieße jetzt besonders diese erfrischende Vorstellung, gerade weil es jetzt sehr heiß ist, und nutze diese Vorstellungskraft als Kraftquelle für dich, denn es geht hier um einen römischen Brunnen. Das ist eben ein Brunnen, der aus mehreren Schalen besteht, die so übereinander angeordnet sind und wo das Wasser von oben von einer Schale zur anderen fließt. Und ich lade dich ein, dieses Gedicht, die Zeilen zu genießen, wenn du magst, darüber auch zu meditieren oder es einfach mit in deinen Alltag zu nehmen. Der römische Brunnen. Aufsteigt der Strahl, und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die, sich verschleiernd, überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut, und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Damit wünsche ich dir eine kraftvolle Woche. Denk dran, dich gleich noch zur Kraftquellenwoche anzumelden, htfy.live/048. Und dann bis zur nächsten Woche, wenn ich mit dir mehr über Kraftquellen, Arbeit in Anführungszeichen, mit Klienten spreche. Bis dann, tschüss! Mehr Infos findest du auf der Seite htfy.live. Die Shownotes auch zu dieser Folge findest du in der Rubrik Blog. Zu meinen Gratis-Webinaren, Kursen und Ausbildungen kommst du über die Seite htfy.live/Kurse. Schnupper doch einfach mal rein, ob etwas davon für dich passt. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, tschüss!